Willkommen zu unserem Halloween-Special-Video-Gedöns. Ja, wir machen ein Q&A mit euch. Ihr habt uns eure Fragen geschickt über Instagram. Zuerst haben wir eine Frage auf dem Casufilms-Official-Account bekommen. Und zwar die Frage von rpg.love-dream-Halloween-Kostüm. Ich trage meins, glaube ich. Wenn das wirklich als Halloween-Kostüm gilt, ist es ja eher ein Cosplay. Aber ich stehe sehr darauf. Und ich habe mir dieses Jahr auch einen Traum erfüllt und habe mir ein Feenkleid gekauft und eine Krone. Und da gehe ich dieses Jahr zu Halloween als Waldfee. Für mich wäre es auch ein Cosplay, wäre Sally aus Nightmare Before Christmas. Warum habe ich das gewusst? Ja, ich schrecke halt. Ich nehme es mir schon lange vor, das einfach umzusetzen. Aber ich scheue mich so vor dem Bodypaint. Und Sally ohne Bodypaint wäre nicht Sally. Wir haben eine Frage von MikaKos9. Wie geht's euch so? Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe einen Hund. Für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich habe seit April einen Hund. In den Videos hat man es auch noch nicht so mitgekriegt, dass ich jetzt eine eigene Wohnung habe. In den Düsseldorf-Videos vielleicht, ja. Da kommt auch noch eine Roomtour, wenn ihr Interesse habt. 2021 war jetzt nicht so ein tolles Jahr, aber ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Mir geht es mittlerweile wieder viel besser. Ich habe meine schriftlichen Examensprüfungen fürs zweite Staatsexamen hinter mir. Deshalb war das heute mal so ein bisschen aufatmen, ein bisschen back to the roots und ein bisschen... Aber ein bisschen Spaß haben mal wieder. Wir haben uns ein Katerchen zugelegt, der uns das Leben sehr versüßt. Ja. Ja, und wir werden umziehen, nämlich direkt fast gegenüber von Mi. Also hier. Da. So, da. Da, genau. Nachdem wir jetzt über 10 Jahre getrennt gewohnt haben. 11 in 2 verschiedenen Städten. Ja, jetzt kommt sie wieder zu mir. Ansonsten ist alles beim Alten. Und ja. Die Gruppe ist eigentlich auch noch so zusammen. Wir wollen immer noch Videos drehen. Wir wollten auch heute mehr Leute da haben, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich ja leider. Okay, wir kurz packen. Die nächste Frage von Lilly-Strawberry ist: Liebste Jahreszeit und liebster Feiertag? Da haben wir es sehr einfach. Ja. Weihnachten. Wir zwei sind totale Weihnachtsfreaks. Bei mir kann es tatsächlich auch an Weihnachten nicht genug Deko sein. Wir beide sind eher so Schnee und Eis. Eis. Aber das ist ja in der letzten Zeit nicht mehr so schön gewesen, aber trotzdem. Von Scorpion Grasses. Grasses? Eure momentanen Lieblingsanimes und Mangas. Ja, bei mir leider momentan etwas stockend. Kam wegen Examensvorbereitungen, habe ich tatsächlich nicht mehr so viel gelesen und geschaut. Wo ich ganz krass dran hängen geblieben bin, ist kein Anime in dem Sinne, ist der Anime-Film Your Name. Den finde ich so gut, den kann ich mir auch so oft geben. Manga ist momentan echt gute Frage. Ich hänge halt noch ein bisschen an alten Serien, so Black Butler und... Ja, die läuft ja immer. Magi, ja. Also... Ist es eigentlich auch noch aktuell. Bei mir, ich hatte auch die letzten, also so ab Corona, sehr schwere Zeit, was Anime und Manga anging. Ich habe kaum mal was gesehen oder gelesen. Und jetzt so in den letzten Monaten, ich habe mit Haikyuu angefangen. Dann habe ich Hunter x Hunter angefangen. Da habe ich jetzt 3 Staffeln gesehen, die auf Netflix waren. Und mich total, ja, ich habe mich total in diesen Anime verliebt. Ich finde den so gut gemacht. Vielleicht ist da auch irgendwann mal was in Planung. Was Manga angeht, die kann ich euch jetzt zeigen. Einmal den hier, Blue Spring Ride, wenn man es sieht. Einfach so ein School-Romance-Ding, aber es ist halt einfach süß. Ja. Was ich vor 2 Wochen mit Q gefunden habe, ist die Braut des Wasserdrachen. Klingt vielleicht ein bisschen awkward, aber... Ich war so überwältigt, ja, von den Covern, weil ich die so schön finde und die Farben so toll und gezeichnet, das ist mega nice. Und ja, die Story finde ich super. Also, meine nächste Frage von X-Marita W. ist, werdet ihr wieder neue Cosplays anfertigen und auf Cons gehen 2022, in Klammer, sofern möglich? Ja. Ja. Ja, ich warte so drauf. Wir stehen in den Startlöchern sowieso, wenn wir jetzt hierher ziehen. Das gibt Nähcamp schlechthin. Ich glaube, da kommt dann für euch auch sehr viel Vlog-Material bei rum. Die nächsten Cosplays stehen auch schon fest. Mhm. Wir haben auch wieder ein Gruppen-Cosplay, hoffentlich dann für 2022, wenn wieder alles losgeht. Wir sind jetzt auch bei einem anderen Anime am Überlegen, ein weiteres Gruppen-Cosplay
zu machen. Aber wir haben Pläne und wir wollen unbedingt mindestens Hanami, Animagic, FBM wieder mitnehmen, wenn Cosday ist. Vielleicht auch wieder Cosday. Wäre wirklich schön. Ja, bitte. Hm. Bitte, bitte. Nächste Frage von unicorn.luisa. Wer ist euer Lieblings-Anime-Charakter? Rosette Christopher. Das ist echt schwierig. Alan. Stimmt. Hm. Ich tue mir immer so schwer, weil ich dann auch mich an alte erinnere. Ich liebe halt nach wie vor Tsubaki. Die hat halt auch für mich die größte Bedeutung. Und Fiora auch immer noch. Man hat so ein paar Herzenscharaktere, ja, glaube ich einfach. Als nächstes die Frage von Sasu Secret. Als was verkleidet ihr euch an Halloween? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die Waldfee mit dem Krönchen. Ja, ich hab nichts Spezielles jetzt zum Anziehen. Ich mache dann wahrscheinlich mehr mit Make-up und Perücke, so wie jetzt heute auch. Vielleicht auch ähnlich im Stil, das weiß ich noch nicht. Das kommt dann spontan, je nachdem, worauf ich Bock habe. Eine Frage von unterstrich unicorn.luisa_ ist, habt ihr Cosplay-Pläne? Haben wir ja schon erklärt. Haben wir schon erzählt. Also, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne. Wir machen Q&As gerne. Also, ihr könnt uns gerne Fragen in den Kommentaren stellen. Also, macht das Erdmännchen. Oder auch auf Instagram. Nie kann ja hier mal unsere Accounts mal wieder einblenden. Gerne per DM an die Official-Seite oder an uns im Speziellen, wenn ihr was wissen möchtet. Und dann, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und macht das Erdmännchen in den Kommentaren. Wenn ihr noch da seid, dann sieht man sich auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und bleibt gesund, immer noch in dieser Zeit. Happy Halloween! Ja, Happy Halloween! Tschüss! Sayonara!